Ja, wie erwähnt, ich habe die Vision 2035 initiiert. Das ist eine Bewegung, die sich sehr stark am Transition-Modell orientiert, aber auch an Neustadt Schweiz und auch an gewissen anarchistischen Ideen. Es geht eigentlich darum, dass wir in kleinen Gemeinschaften lokale Projekte und Lösungen für sämtliche Lebensbereiche auf der Basis von Selbstverwaltung und Konsens organisieren. Wir haben verschiedene Aspekte schon in Angriff genommen. Einerseits haben wir ein Vertragslandwirtschaftsprojekt am 1. Mai gestartet. Heute Morgen waren wir beim Landwirt und haben Sauerkraut hergestellt zum Beispiel. Wir machen solche Betriebsbesuche auch, um eine Annäherung an die Produzenten zu machen. Wir haben eine Kantine Mobile, eine mobile Küche, die an verschiedenen Örtlichkeiten kocht für uns, regional, saisonal und biologisch. Ihr seht, es geht sehr viel um Nahrung, um Genuss auch. Mobilität, wir haben die Städteinitiative mitinitiiert, also die Städteinitiative vom Umverkehr. Es geht um Wohnen und Nachbarschaften, da sind wir noch nicht so weit, dass wir jetzt eine Genossenschaft gründen würden, wo wir alle gemeinsam wohnen können. Das bräuchte auch relativ große finanzielle Mittel, die wir nicht haben. Energie, selbstverständlich auch ein großes Thema, möchten wir auch sehr gerne bearbeiten. Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet innerhalb von der Vision, dem Vertragslandwirtschaftsprojekt, wo wir versuchen, mit den Bauern zusammen Solarenergie auf ihren Dächern zu installieren, um daraus Strom zu gewinnen und zu vertreiben als Energiegenossenschaft. Das ist aber jetzt in der Kopfphase. Bildung, sind wir daran, wir werden eine Veranstaltung machen zum Thema Freilernen. Andreas Wittwer von der Energiegenossenschaft wird uns dort ihr Modell vorstellen und er kann euch sicher auch genau darüber erzählen. Ich freue mich sehr darauf, weil ich selber zwei kleine Kinder habe und viele in der gleichen Situation sind und der starke Wunsch da ist, dass wir unsere Kinder selber leiten können auf dem Weg. Regionales Geld, ganz klar auch ein Thema. Es war bereits mal in den 30er Jahren von einem sozialdemokratischen Stadtpräsidenten angestoßen worden, wurde allerdings von der Nationalbank dann unterbunden. Gesundheit, die Idee ist im Raum, dass wir ein eigenes Gesundheitszentrum einrichten, wo wir gegen Spende Gesundheitsdienste anbieten können. Das sind Projekte, wo wir gerade dran sind. Das Ganze wird begleitet von unserer Zeitung Vision 2035. Sie liegt hinten auf. Es ist bereits die 8. Ausgabe erschienen. Die wird in einer Auflage von 4000 Exemplaren in Wien verteilt. Ihr seht, wir versuchen wirklich möglichst viele Leute zu erreichen, mit einzubeziehen in den Prozess. Ich werde jetzt ein bisschen modellhaft zeigen, wie ich das angepackt habe, wie wir das anpacken in der Vision 2035 oder in den verschiedenen Arbeitsgruppen. Als ich anfing, über zwei Jahren das Projekt aufzugleisen, habe ich mal geguckt, wer bewegt sich überhaupt in der Stadt. Habe Adressen gesammelt, habe mit Leuten aus Politik und Wirtschaft gesprochen und mal eine Veranstaltungsreihe lanciert mit über 15 Veranstaltungen, wo über 300 Leute teilgenommen haben und die Leute dann gleich gepackt habe und versucht, hey, also zum Beispiel von Tervision, dem Vertrag von Otto Locco, ein alter Freund bei uns in Biel, hat das Projekt vorgestellt und am gleichen Abend war es eigentlich schon die Initialzündung, um das Projekt Tervision zu starten. Und wir haben dann eineinhalb Jahre daran sehr intensiv gearbeitet. Achte auf ein vielfältiges Programm. Also es geht nicht darum, Vorträge zu machen, nicht nur intellektuell zu arbeiten. Ich versuche auch irgendwie Veranstaltungen zu machen, wandern zu gehen, auch andere sportliche Disziplinen, die uns vielleicht nicht so nahe liegen, aber es hat Leute, die viel mehr auf das ansprechen, als auf intellektuelle Veranstaltungen wie hier zum Beispiel. Solche Veranstaltungen, also solche Besuche auf dem Hof zum Beispiel, die wir heute Morgen gemacht haben, finden sehr großen Anklang, das bringt die Leute zusammen. Wir haben mittlerweile über 70 Abonnenten bei Television und über 100 Mitglieder. Viele kenne ich nicht nur persönlich, das heißt, das unterstreicht eigentlich die Wichtigkeit, dass man die Leute kennt und insbesondere auch die Produzenten. Erzeuge Aufmerksamkeit, erzeuge Öffentlichkeit
sind Medienkontakte. Ich schicke regelmäßig die Zeitung an sämtliche Medien. Ich sende unser Veranstaltungsprogramm an die Medien. Ich versuche Interviews zu geben. Ich wecke Interesse bei den Leuten, gehe persönlich auf die Leute zu und schaffe vor allem Vertrauen auch. Ich denke, viele Leute sind enttäuscht von den herkömmlichen Organisationen wie Parteien, Umweltorganisationen, große NGOs und so weiter. Und wir verfolgen ja einen sehr stark anderen Ansatz. Sprich eine Veränderung von unten, ohne bezahlte Funktionäre und so weiter. Und hat vor allem Spaß dabei. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt von Transition eigentlich, dass man immer auch Erfolge feiert oder feiern soll. Gut. Wo bin ich? Ja. Ein Erfolgsrezept von Transition Town ist eigentlich, dass sie mit starken, positiven Visionen arbeitet. Und wichtig auch von mir, Ziele, die einfach erreichbar sind. Nehmt doch nicht zu viel vor, die soziale Revolution kommt später, macht es irgendwie fassbar oder so. Besetzt einen kleinen Garten, fangt mit Permakultur an oder so. Entwerft Strategien, Mittel und Wege, um die Ziele zu erreichen. Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um das Ziel zu erreichen? Analysiere jede Aktion im Nachfeld. Das heißt, es ist nicht so ein Marketing-Schlag, ich habe auch eine kleine Ausbildung dazu gemacht. Aber es ist wichtig, dass man sich das dem bewusst wird. Es sind so Werkzeuge, die Transition auch sehr stark kommuniziert, und das macht tatsächlich den Erfolg aus von Transition Towns. So. Sie gehen noch weiter, das ist jetzt von Transition 1:1 übernommen. Die positive Vision wiederum, Bewusstseinsbildung, alle und jeder werden gebraucht. Aufbauen starker lokaler Gemeinschaften. Das Lösungskonzept liegt auf der gleichen Ebene wie das Problem. Innere und äußere Wände. Und wie bereits erwähnt, es soll einfach nachmachbar sein. Das habe ich von PM. PM hat mir dazu den Anstoß gegeben, an einem Vortrag in Biel, hat er einfach mal erwähnt, wie wir täglich eigentlich dieses System weiter, soll ich abbrechen? Okay. Wir täglich eigentlich dieses System unterstützen mit unserem Konsum, mit unserem wo wir unser Geld haben, wo wir unsere Energie hernehmen. Und ein wichtiger Punkt von Vision 2035 ist eigentlich, dass wir uns dem Ganzen entledigen und eigene Strukturen schaffen, wo wir selbstverwaltet unser Leben in die Hand nehmen. Sprich, groß unterstrichen Selbstermächtigung. Vielen Dank, es ging noch weiter, aber gut gemacht.